Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EA Sports FC 24. Und kurze Anrede vorab, ich war heute auf der Gamescom, die Gamescom ist natürlich wie jedes Jahr immer sehr sehr geil. Auf jeden Fall wollte ich nur Bescheid sagen, dass ich eventuell müde bin. Also, mein Kopf ist komplett matsch. Also, bitte beachtet das. Ja, also, wenn ihr das Video seht, ist die Gamescom schon vorbei. Weil ich drehe ja immer dieses Video einen Tag voraus. Also, dieses Video drehe ich praktisch am Sonntag um 20.40 Uhr. Also, am 25.08., wo die Gamescom halt zu Ende war. Ja, war auf jeden Fall geil. Was aber kacke war, ist, dass Nintendo nicht dabei war. Jetzt kann's endlich wieder losgehen. Finde ich ein bisschen schade, aber nächstes Jahr sind sie ja angeblich wieder dabei. Also jetzt erstmal kurz direkte Mache ist einmal den Kommentator aus, weil der einen auf den Geist geht. So, Audio, Kommentator, Lautstärke, denn ich bin hier der Kommentator und nicht er. So, okay. Wir spielen übrigens das erste Bundesligaspiel, soweit ich weiß. Und vorab schon mal gesagt, es können wieder Lags geben, weil ich spiele das abends und abends sind immer die meisten am Zocken. Und da könnte der Streaming-Dings hier ein bisschen überlastet sein. Ich hoffe natürlich nicht, weil das wäre blöd. Eigentlich bräuchte ich mal so ein Premium-Stream-Dings. Dann könnte ich hier mal gute Videos drehen. Okay, 1-0 direkt. Ich weiß auch gerade gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsmodus das ist, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe mal auf einen guten, weil das wäre natürlich blöd, wenn es nicht so wäre. So, genau. Wir machen mal weiter. Okay. Ich weiß immer noch nicht, warum da unten nur Teamname steht, weil ich sag mal so, es ergibt keinen Sinn, weil ich habe ja eigentlich einen Namen. Aber egal. Da hat jetzt zum Beispiel ein bisschen geruckelt, deswegen habe ich den Ball auch verloren. Oder es liegt einfach an mir, dass ich gerade den Ball verloren habe. Jo, was war das für ein Ball? Der war gar nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, wo ich den auf jeden Fall hergeholt habe. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Ecke. Ich bin absolut komplett tot. Also ich falle wahrscheinlich direkt ins Bett, Alter. Das nenne ich mal ein gutes Volley-Tor. Das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Junge, das war ja geisteskrank, das Tor. Leute, ich bin hier gerade nebenbei noch an was machen, weil ich bin halt heute ein bisschen spät gekommen. Da verschiebt sich ein bisschen so meine TikToks, die ich eigentlich ja schon hätte rollen. Also hätte schon hochgeladen. Also deswegen mache ich das hier gerade alles ein bisschen nebenbei. Ich mache gerade hier Multitasking. Aber passt ja schon. Irgendwie. Ich versuche trotzdem zu kommentieren. Also jetzt gerade mache ich nichts, weil sonst könnte ich nicht spielen. Was? Juma, Ars, irgendwas. Ja, es ruckelt manchmal leider ein bisschen. Also das wäre eh abseits gewesen, hätte er den Ball bekommen. Also alles im Grün. Bereich, beziehungsweise im Roten, wegen meiner Farbe. Okay, so, zack, zack, bam, bam. Jetzt aber. Oha! Der ist sogar noch reingegangen. Er hätte ihn gehalten fast. Er ist aber noch reingeflogen. Ich frage mich gerade, ob das jetzt ein Eigentor war oder meins. Müsste ja meins gewesen sein. So, die Farbe mache ich einmal Voice. Ach nee. Ich meine schwarz, so. Es müsste, glaube ich, mein Tor gewesen sein, weil er hat den nur gehalten. Ja, es wird als Tor gezählt. Das ist doch gut. Mann, es fängt an zu ruckeln. Das ist nicht gut. Ich hätte passen sollen.
Hä? Wo war das denn? Wo war da denn jetzt abseits? Okay, anscheinend ist es abseits gewesen. Ist mir auch egal. Ah, Mann, jetzt hör auf bitte rumzuhängen. Ich will nur dieses Video zu Ende machen. Ich habe gerade schon Zeitdruck. Jo, der hätte den easy halten können. Aber hat er nicht. Ich hoffe mal, das Video geht nicht allzu lange. Das wäre nämlich schön blöd. Ich kann gerade nicht gucken, Leute. Also nicht wundern, falls ich gerade irgendwas Komisches mache. So, okay. Hallo, er hat mich umgekippt. Und das war so ein Dingens. Naja, jetzt krieg ich auch noch Geld dafür. Natürlich. Nur weil ich 3 Tore habe, oder was? Ich korrigiere 4 Tore. Ich habe ihn einfach gepannert. Okay. Also, wann spielt er bei mir Arse? Krieg ich ihn? Nö. Die Antwort ist nein. Ah, endlich. Schon gewartet darauf. So, zack. Download. Und Download. So. Ich mache nämlich gerade was für einen TikTok-Account und nebenbei. Und ja. Ich muss nämlich noch gleich noch ein Video drehen. Also für meinen Stand-Up Act-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Denn das ist auch ein geiler Kanal. Mein Dings hatte gerade schon wieder rumgeleckt, deswegen habe ich mich gerade kurz gewundert, wo der Ball ist, aber ist ja alles gut gegangen. So. Jetzt muss ich ja einmal CapCut öffnen. Na, bitte leck nicht allzu oft. Oh, 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 oh. Hast du gesehen? Wie habe ich denn den Ball geklaut? Okay, da oben. Dann wieder da unten. Dann da unten. Dann rennen wir mal los. Nein! Das wäre ein geiles Tor gewesen. Warum hat er den gehalten? Sonst hätte er auch nicht die ganzen Bälle. Ich glaube, meine Stimme ist sogar ein bisschen weg, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie für euch die Gamescom war, ob ihr dort wart. Was ich euch ans Herz legen kann, ist, wenn ihr Gamer seid, geht dahin, denn dort könnt ihr auch unter anderem Freunde finden. Nee, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Man kann da wirklich Freunde finden. Ohne Spaß jetzt. Dieser Pass war kompletter Reinfall. Okay, so. Nein, den kriegst du diesmal nicht. Das war Latte. Das war auch kompletter Mist. Aber egal. Sowas passiert natürlich auch mal. Ist natürlich blöd, aber passiert. So, Beitrag, zack, weiter. 7 hinzufügen. Leute, ich muss hier gerade wirklich alles nebenbei machen, weil sonst schaffe ich nicht, das hochzuladen tatsächlich. Weil dann einfach die Zeit fehlt.
Ah, nein, das war zu weit. So, jetzt eine Story hochladen. Zack, Link. Der Link soll zu meinem TikTok-Account gehen. So. Schaut gerne übrigens mal, wenn ich das schon sage, auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Der heißt c.0.l.i. Nee, warte mal. C.l. Warte mal. Ach, ich bin gerade komplett verfehlt. C. 0. Nicht 0. C. O. L. Und dann I. N. Meine Güte. Ihr würdet mich schon finden mit den 6000 Followern, die ich habe. Das ist auf jeden Fall mein Account. Und ihr erkennt auch meinen Account durch mein Profilbild. Also, weil ich habe praktisch ein C als Profilbild und hier auf YouTube habe ich halt ein ST. Und das ist dasselbe Design. Also, ich hoffe mal, ihr findet's. So, nächstes Spiel ist am 26. August. Hä, das ist sogar mit der Zeit angepasst. Endlich habe ich mal wieder ein Tor geschossen. Also, wir haben morgen ja wirklich den 26. August. Finde ich interessant, dass das gibt. Ich freue mich auch schon auf FIFA, also beziehungsweise EA Sports FC 25. Ich hoffe mal, die haben da ein bisschen was geändert. Wäre auf jeden Fall geil. Weil wie man EA kennt, die ändern nicht so gerne was daran. Sondern machen einfach nur die Zahl anders. Also praktisch jetzt FC 25 und das war's. Das ist natürlich blöd. Man will ja auch ein bisschen neue Features haben. Aber ja. Mist. Okay. Ja, die Zeit ist jetzt gleich zu Ende. Gegen Bremen 6-0. Bremen. Bremen war ich auch noch nie. Aber jetzt war ich in Köln. Ach. Der Ziel. Ach, 6-1. Okay, lassen wir gelten, würde ich sagen. Leute, jetzt hängt es eh. Gut, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Weil es hängt jetzt eh alles hier rum. Ja, wir haben doch gute Tore geschossen, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel gewesen. Okay, das war gerade mein Hund, der da gequeakt hat. Ich glaube, ihr habt es aber nicht gehört. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro.